willkommen zu meiner zweiten Präsentation am Easter Hack. Heute geht es, wie man unschwer erkennen kann, um Generative Adversarial Networks. Der Talk wird ein bisschen langweiliger und normaler wie mein letzter Talk über Security. Wir haben da jetzt einmal die komplette, den ganzen Inhalt und wir fangen nochmal an. Also, hallo, ich bin der Markus. Ich studiere Bioinformatik mit Schwerpunkt Machine Learning an der JKU in Oberösterreich und ich bin AI-Entwickler bei Catalyst, das ist eine Softwareentwicklungsfirma und ich bin qualifiziert, den Talk zu halten, weil ich einmal ein Paper über GANs geschrieben habe und mich zumindest einmal einen Monat damit beschäftigt habe. Und wie ihr schon merkt, wird dieser Talk wunderbar österenglisch. Dann einmal ganz, ganz grob der Überblick, wo sind wir? Unterfeld der Informatik ist künstliche Intelligenz, also AI. Davon ein Unterfeld ist Machine Learning. Alternativ gibt es normale statistische Modelle oder handcrafted Modelle im Prinzip. Und in Machine Learning gibt es dann Supervised Machine Learning, Unsupervised Machine Learning, Reinforcement Learning, Deep Learning und eben normales statistisches Lernen und die Kombination aus, also ein Unterfeld von Unsupervised Learning sind generative Modelle, also wir haben Daten und wir hätten gern mehr Daten mit ähnlicher Struktur und wir machen das mit Deep Learning, das heißt komplexe nonlineare Modelle, um sehr mathematisch zu werden und eines dieser Modelle sind Generative Adversarial Networks, das war jetzt sehr viel auf einmal. Darum habe ich nochmal was, eine kleine Machine Learning Landkarte, sie ist leider etwas schwer zu lesen. Eins der Standard Toolkits für Machine Learning ist Scikit-Learn. Gerade für simplere Tasks wie Clustering ist es extrem beliebt und einfach zu bedienen und Python. Und im Prinzip gibt es da einen Flowgraph, der im Prinzip einfache Fragen stellt, wie was wollen wir eigentlich machen. Es wird vielleicht etwas schwer zu lesen sein, also geh es einmal durch. Der Flowgraph sagt im Prinzip, wir fangen an und dann, wie viele Daten haben wir und wollen wir was klassifizieren oder Regression, also wollen wir quasi irgendeine Zahl, wie gut das qualitativ ist, drauf da, oder wollen wir Clustering, also Gruppierung machen, oder wollen wir von hochdimensionale Daten das auf niedrigdimensionalere Daten reduzieren. Und ganz, ganz unten, durch mehrere sehr hässliche Pfeile markiert, ist dann, wir wollen die Struktur predikten, also zum Beispiel, wie diese Daten eigentlich ausschauen und wir wollen mehr Daten auf Basis dieser Strukturinformation generieren. Bekanntes Zitat von Richard Feynman war, what I cannot create, I do not understand. Und das ist allgemein ein großes Problem im Machine Learning, dass man meistens die Daten nicht so wirklich versteht und unsupervised learning, also dieses Unterfeld, in dem wir uns bewegen, hilft uns unstrukturierte, nicht gelabelte Daten besser zu verstehen. Das war nur immer sehr abstrakt alles. Wir fangen einmal an, speziell mit GANs. Ein GAN ist, wie ich schon gesagt habe, ein unsupervised Deep Learning Modell und es lernt eben Daten mit ähnlicher statistischer Verteilung zu reproduzieren. Das kann man jetzt einerseits wirklich Kurven oder Datensamples, aber Bilder kann man ebenfalls als Tensoren, also als mehrdimensionale Matrizen mit einer weiteren Dimension in die Tiefe, kann man sich vorstellen und dann sind Bilder eigentlich auch nur millionendimensionale Punkte, mathematisch gesprochen. Es gibt ebenfalls zusätzlich zu der unsupervised Methode Conditional GANs. Das ist, wenn man gelabelte Daten hat, dann kann man bei der Generierung die Information dieser Labels nutzen und kann Daten ähnlicher Art oder kann mitgeben, wie die generierten Daten ausschauen sollen. Zum Beispiel, wir haben Hunde- und Katzenbilder und wir können dann bei der Generierung sagen, dieses Bild soll 100% Hund, 100% Katze oder es soll so ein Zwischending rauskommen oder es soll was rauskommen, das nichts von beiden ist.
Und das Coole an einem generativen Generative Adversarial Network ist, dass es im Prinzip zwei Netze sind, die gegeneinander arbeiten und die in künstlicher Intelligenz eigentlich recht beliebtes Min-Max-Spiel treiben. Das heißt, der Generator versucht, ein Bild zu generieren, das so gut wie möglich ist, und der Diskriminator versucht, den Unterschied zwischen den echten Daten und den Generatordaten zu lernen. Das heißt, der kriegt immer ein Batch, heißt es, also eine Gruppe an Daten, die sind durchgemischt, und dann wird er dann auch bewertet, ob er herausfinden kann, sind das jetzt echte Daten, also sind das zum Beispiel echte generierte, sind das echte Bilder von Katzen oder generierte Bilder von Katzen, und der wird dann über normale Machine Learning Methoden, also Gradient Descent und ähnliches, belohnt. Und im restlichen Teil werde ich in Generator, also das Ding, das Katzenbilder macht, mit G abkürzen, und in Diskriminator, was im Prinzip meistens eine ähnliche Struktur wie ein Classifier hat, mit D abkürzen. Okay, das war jetzt alles super kompliziert. Explain it like I'm five. Es gibt einen Detektiv oder einen Discriminator. Und es gibt dann einerseits echte Kunstbilder und es gibt andererseits einen Fälscher, der diesen Detektiv betrügen will. Aber damit der nicht immer das Server generiert, hat der einen sogenannten Latent Space Input. Das ist im Prinzip die Randomness, das könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie beim Generieren an Seed, aber er wandelt im Prinzip diese Randomness, das ist meistens 100 oder 1000 dimensionale Daten, in den Zielspace, der eine ähnliche Verteilung wie die echten Daten hat, um. Aber dieser Latent Space Input gibt an, wo in diesem Zielverteilungsbereich das liegt. Also vereinfacht gesagt, der Generator braucht eine Inspiration für seine Randomness, weil es ist trotzdem nur normales Forward-Net, der Multilayer Perceptron, also ein normales neuronales Netz. Und das ist grundsätzlich deterministisch. Das heißt, damit es verschiedene Daten outputtet, muss man verschiedene Daten reinfüttern. Dann nochmal ein Datenflussdiagramm, wie das Ganze ausschaut. Unser Latent Space ist in die meisten Modelle einfach nur Noise, dem wir den Generator füttern, und wir haben außerdem echte Daten, unser Data Sample, und diese beiden Daten mischen wir zusammen und geben wir in Discriminator, und der sagt dann, ist das ein Datensample, ja oder nein, das ist ein normaler Classifier, wie man aus dem Machine Learning kennt. Mathematischer Hintergrund nochmal, also das Ganze mit Formeln, die ganz komplizierten langen Formeln aus dem Paper werde ich nicht geben, weil das wäre ein bisschen zu lang zum Erklären, aber man hat einerseits X-Hat, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, eine Stichprobe aus den echten Daten. Üblicherweise wollen wir entweder Bilder, ist dabei eigentlich die beliebteste Anwendung, oder in der Bioinformatik Moleküle oder irgendwelche Zahlen, die uns irgendwelche Qualitäten angeben, oder Text, aber Text sind ja im Prinzip auch nur Zahlen, generieren. Und dann nehmen wir aus unserem echten Datenset eine Stichprobe, und außerdem nehmen wir eine Stichprobe ähnlicher Struktur und Dimension, also meistens eine mehrdimensionale Matrix. Also eine normale Matrix ist ja X und Y, und der Tensor hat dann nur beliebig viele Dimensionen in die Tiefe, aber ihr könnt es euch vorstellen wie eine Matrix. Und dann gibt es nur den Z, diesen Latent Space Vector, diese Entropie, die wir verwenden, um den Generator Inspiration bzw. einfach eine Art Random Seed zu geben, aber es ist eigentlich eine nonlineare Transformation. Und G ist, wie wir vorher schon definiert haben, eigentlich die Generatorfunktion, weil ein neuronales Netz ist ja einfach eine Funktion, wo man irgendwas reintut und irgendwas rausfällt. In unserem Fall Random In und Daten unserer gewünschten Struktur als Output. Das muss man halt davor so definieren. Aber man kann grundsätzlich Outputs beliebiger Dimensionalität sogar mit LSTMs Variable Length definieren. Und dieser Diskriminator ist im Prinzip ein normaler Classifier, der uns dann Werte zwischen 0 und 1 oder minus 1 und 1 oder minus unendlich und unendlich
ausgibt. Das kann man beeinflussen durch die Aktivierungsfunktion und das spielt dann bei der Optimierung von diesem Netzwerk Rolle. Und dann nur mal die semi-mathematische Definition. Ich habe das jetzt etwas hässlich eingedeutscht, das wäre minimal, maximal. Aber im Prinzip versucht er immer, der Generator das Bestmögliche, also sein Loss zu minimieren. Im Machine Learning spricht man immer von Loss, also vom Fehler. Und wiederum der Discriminator versucht, seinen Reward zu maximieren. Und der versucht eben, dass er discriminated einerseits den Input vom Generator und andererseits x den echten Input. Notation ist absichtlich für die Lesbarkeit nicht hundertprozentig mathematisch richtig, aber ich hoffe, man versteht, auf was es rausrennt. Dann nochmal die Definition, wann man das ausprogrammiert. Exakt mit diesen Formeln will ich eigentlich nicht quälen, aber man trainiert immer in einer Iteration, das nennt sich Machine Learning Epoche. In einige Steps nimmt man ein Mini-Batch, also ein Sample von echte und von generierte Daten und updatet dann diesen Discriminator meistens mit Stochastic Gradient Descent oder andere Optimizer wie Adam, aber das nehmen dann eigentlich auch die Frameworks ab und es macht üblicherweise nicht super viel Unterschied. Und dann, dann nimmt man auch noch diese Bewertung vom Generator, die kann man im selben Step, kann man Informationen wiederverwenden. Das ist das Praktische an dem Ganzen, dass man diesen Forward Pass und dieses Loss wiederverwenden kann und damit updatet man über Stochastic Gradient Descent dann auch noch diesen Generator. Dann zur Geschichte, weil mein Paper, das ich darüber, also es war nur ein Seminarpaper, so ein 3-ECDS-Mini-Paper, mit relativ viel Meta-Analyse. Und im Prinzip haben wir das Thema gesucht, weil es in etwa vor einem halben Jahr ein ziemliches Hype-Thema war. Und angefangen hat das Ganze eben 2014 mit dem originalen Gun-Paper von Ian Goodfellow. Und wie man da sieht, hat sich dann einfach sehr lang nichts da. Es hat einfach einmal sehr lang niemand interessiert, weil die Performance vom Standard Generative Adversarial Network eigentlich relativ schlecht war und es hat auch keine wirklichen Anwendungsfälle gegeben. Der Grund war, dass das einfach nur ein neuronales Netz mit alle Neuronen zu alle Neuronen verbunden, also ein Dense-Net, also ein oder zwei Dense-Layers waren es üblicherweise, die keinerlei Special Reasoning gehabt haben und daher auf Bilder, was das Beispiel in dem Fall war, relativ schlecht performt haben. Kurz darauf sind auch noch Conditional Generative Adversarial Networks gekommen, also die, wo man die Labels auch noch verwenden kann zum Generieren. Die haben dann schon ein bisschen bessere Performance gehabt, aber eigentlich hat der Hype gestartet mit Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks. Ich habe das einmal abgekürzt, weil das wäre über drei Zeilen gegangen, wenn man das ausschreibt, vom Radford. Und eigentlich ist das das Paper, das diesen ganzen Hype gestartet hat. Und dann waren es eigentlich hauptsächlich iterative Improvements. Und man kann auch die Themen, die hauptsächlich behandelt werden, da auf dieser Seite sehen. Es ist relativ viel mit natürlich Generation als Tag, also eher Daten generieren. Klar, aber man kann nicht nur Daten generieren und meistens Image-Daten, aber man kann auch Face- oder Videodaten generieren und 3D-Daten sind auch ein Forschungsgebiet. Audio ist mittlerweile, Text und Language ist sehr beliebt in letzter Zeit geworden, aber es geht eben hauptsächlich um generative Modelle, wo es im ursprünglichen Modell eigentlich eher um Strukturerkennen geht. Ja, dann einmal GANs und Semi-Supervised Learning. Ein normales GAN war wirklich nur ein Dense-Layer als Classifier, der die der höhere Dimensionalität an, also der
Latent Space Input in ein Ziel Space konvertiert hat. Am Anfang ist das sehr oft mit die MNIST Numbers, also diese handgeschriebenen Schwarz-Weiß-Zahlen in 28x28 Pixel gemacht worden und darauf hat es ganz okay performt. Das ist auch in diesem Gebiet eigentlich der Baseline-Test, wenn du ein generatives Modell schreibst, das nicht einmal Zahlen von 1 bis 10 generieren kann, dann ist der generatives Modell nicht so gut. Hat aber nur immer ewig zum Trainieren braucht und diese Bilder haben ja eigentlich Label-Informationen im Sinne von alle Nuller in die Input-Daten haben wir Nuller attached, alle 1 haben wir 1 attached und durch das ist die Idee von Semi-Supervised Learning und von Conditional Generative Adversarial Networks entstanden. Ich habe euch da auf der Seite ein Bild gegeben. Wir haben jetzt nicht nur unsere Unlabeled Data, sondern wir haben dazu auch Labels, also nicht nur ein Bild, da wo irgendwas zum Sehen ist. Das war im Originalmodell und das hat dann auch mit genug Training und genug Klick und genug Feintuning Zahlen generiert und wirklich nur existierende Zahlen, sondern wenn man diese Label-Information mitgibt, dann kann man effizienter diese Daten generieren, weil der Generator einfach mehr Information hat. Und der Generator spuckt dann eben auch dieses Label wieder mit aus und der Discriminator kriegt nur einen Reward, wenn er nicht nur erkennt, ist es das Bild, wo ich das Label gekriegt habe vom Generator und oder ist es Fake? Es gibt immer eine eigene Fake-Klasse in diesem Modell, sondern er kriegt, also nur wenn er sowohl die richtige Klasse errat, also Fake, Not Fake, beziehungsweise welche Number, dann kriegt er überhaupt einen Reward. Das heißt, er hat eigentlich öfter keinen Reward gekriegt, was zu besseren Training geführt hat. Dann kommen wir mal zu meiner Meinung nach dem Hauptpaper an bei GANs, das diesen Hype ausgelöst hat. Das war im Jahr 2015, wo gerade diese ganze Image Recognition Geschichte super bekannt worden ist. Da hat auch Facebook gerade angefangen, dass es, hey, dieses Gesicht kennt zu dir kehren und so weiter. Auf jeden Fall war dann der Step, dass man einfach wie in alle anderen Netze, die Bilder verarbeitet haben, genau dasselbe Wissen einfach auf Generative Adversarial Networks angewendet hat. Also es war eigentlich nur ein logischer Schritt, dass man diese Convolution, Rectified Linear Unit und Batch Normalization, das ist eigentlich in jedem Convolutional Neural Net, also in jedem neuronalen Netz für Bilderkennung Standardverfahren, um aus einem hochdimensionalen großen Bild im Endeffekt dann ein Klassenlabel zu machen. Und diesen ganzen Prozess kann man eben auch rückwärts machen. Also wir haben da unseren hundertdimensionalen Z-Latent Space Input und der wird dann transferiert auf viele kleine Bilder, im Prinzip High-Level-Features. Und diese High-Level-Features werden dann aufgeblasen auf immer weniger und weniger Low-Level-Features, bis dann in diesem Fall vierten Ebene wirklich nur ein einzelnes RGB-Bild herausfällt. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, dass man aus diesen Features bei Conf 2 und Conf 3, da würde man zum Beispiel sagen, wenn man jetzt Gesichter generiert, dass da irgendwo in diese Daten sichtbar ist, hey, an dieser Stelle, bei diesen Pixeln soll eine Nase oder Augen rauskommen. Und eigentlich das Spannende, was ziemlich durch die Medien gegangen ist, was ich jetzt da eingeblendet habe, war, aus dieser Latent Space Representation kann man, also man kann aus einem Bild eine Latent Space Representation rechnen und das Ganze vorwärts und rückwärts betreiben. Und damit kann man Feature-Arithmetik betreiben, was effektiv heißt, man kann herausfinden, im hundertdimensionalen Latent Space-Raum gibt es dieses Feature, männlich, weiblich, Brille, keine Brille, und dieses Feature im Input-Raum kann man abziehen. Das heißt, wenn man jetzt ein Foto von mir macht und man will mir eine Sonnenbrille aufsetzen, dann macht man zuerst einen Backward Pass in den Latent Space, dann addiert man das Sonnenbrillen-Feature und dann macht man wieder einen Forward Pass und dann kommt ein Bild von mir mit Sonnenbrille raus. Oder zum Beispiel, wie man es da sehen, männlich und weiblich, oder man kann diesen Glasses-Vektor ebenfalls subtrahieren
Und das hat eigentlich für relativ viel Aufsehen gesorgt, weil es eigentlich gezeigt hat, dass dieses Netz ohne irgendwelche Labeldaten hinten nach kann man Wissen über die Daten nutzen. Und da hat man glaubt, dass vermutlich das Netz irgendein intrinsisches Verständnis der Daten hat, was genau das Ziel von Unsupervised Learning ist, dass man ohne Labels Informationen extrahiert. Das Nachfolgepaper, nur ein halbes Jahr später, war Improved Techniques for Training Guns. Und da ist es im Prinzip um eine Menge minimale Erweiterungen gegangen, die aber im Großen und Ganzen die Training Time und die Präzision und die Qualität vom Output um einiges erhöht haben. Eins der Probleme war auch, man hat immer relativ niedrigdimensionale Bilder gehabt und um diese Verteilung des ganzen Samplings abzubilden, hat man relativ viel Bilder in einer GPU haben können und GPU-Speicher ist üblicherweise irgendwie auf 10 GB oder sowas limitiert pro GPU, was oft nicht die ganze Vielfalt vom Sampling Space abbilden kann. Von daher hat es zum Beispiel Historic Averaging gegeben, das in spätere Verfahren dann über ähnliche Verfahren nur mal angepasst worden ist, beziehungsweise Virtual Batch Normalization, wo man im Prinzip immer Durchschnittsfeature und Verteilungsfeatures mitgeführt hat, damit man mehr Informationen hat, um diese Daten zu generieren. Außerdem einige kleine Optimierungen, wie dass es einfach praktisch besser war, wenn man die Labels nicht mit 1,0, also das ist zu 100% der Mann oder zu 100% der Frau, sondern nur auf 0,9 setzt. Das war nicht mit irgendwie Theorie gebackt, sondern das waren einfach nur experimentell bewiesene Sachen, wo Forscher sich gedacht haben, hey, probieren wir das aus und das hat funktioniert. Und erst viel, viel später sind dann einige von diesen Ideen erforscht worden, warum das eigentlich funktioniert. Das ist allgemein so ein Ding in neuronale Netze, dass Dinge oft einfach funktionieren und man Jahre später erst vielleicht eventuell herausfindet, warum. Teilweise auch nur immer nicht. Dann hat es die Wasserstein-Gans gegeben. Im Prinzip geht es da darum, die normale Loss-Funktion ist die Kalberg-Leiber-Divergence und eigentlich heißt die Distanz im Original die Earth-Movers-Distance. Da geht es aber jetzt nicht darum, dass man die ganze Erde bewegt, sondern eigentlich kann man sich das vorstellen, dass es um den Aufwand geht, die Verteilung zu bewegen. Also diese Gauss-Kurve kann man sich vorstellen wie ein Erdhaufen. Und in der traditionellen Kalberg-Leiber-Divergence, die im Prinzip dann die Loss-Function war, auf die optimiert worden ist, haben diese zwei Verteilungen, also oben ist das Ist und unten ist das Soll, dieselbe Divergenz gehabt, dieselbe Kalberg-Leiber-Divergence. Und die Wasserstein-Distanz hat jetzt sehr vereinfacht gesagt, dass wenn man diesen Erdhaufen, also diese im Fall von Büder sind es jetzt Pixel, um ein Element spatial verschiebt, dass das weniger Loss verursacht, wie wenn man das ans ganz andere Ende von dem Bild quasi verschiebt. Das heißt, so Off-by-One-Errors im Büder sind damit weniger hart bestraft worden und damit sind diese Netze im Training um einen Faktor 10 bis 100 schneller konvergiert und man hat das sogar für MNIST erstmalig in akzeptabler Zeit auf der CPU rechnen können. Durch diesen Trick und durch einen zweiten Trick, der dann später auch nochmal verbessert worden ist, weil alleine dieses Loss, das wir da gehabt haben, hat nicht funktioniert, weil das hat teilweise zu sehr großen Gradients, also Ableitungen, das ist das, was man zur Optimierung verwendet, geführt und zu da oben sieht man es, Gradient Clipping war der erste Ansatz im Wasserstein-Gun-Paper und im erweiterten Paper von einer anderen Forschungsgruppe haben sie dann Gradient Penalty gefunden, was im Prinzip die Größe des Gradients, also die Länge der
des Ableitungsvektors im n-dimensionalen Raums in die Loss-Funktion mit einbezieht. Das ist relativ kompliziert, aber es ist eigentlich ein ganz cooler Trick mathematisch gesehen. Und was ich mit dem Graph eigentlich sagen will, ist, dass das ganze Training um einiges stabiler worden ist, während man mit Gradient Clipping nur ein bisschen auf gute Sample-Ziehungen hoffen müssen hat. Dann gibt es einige Probleme mit Generative Adversarial Networks, die immer noch existieren, oder zumindest, ich habe mich das letzte Mal vor einem halben Jahr eigentlich damit beschäftigt, aber da waren das die Hauptprobleme, und zwar meistens outperformed der Discriminator, weil natürlich der Task von einem riesigen Bild, von einem 28 oder von einem 1000x1000x3 Kanäle Bild herunter reduzieren auf zwei Labels ist ein einfacherer Task, wie von einem kleinen Label in einen Space was zu projizieren, weil einfach da die richtigen Parameter heraus zu optimieren um einiges schwerer ist und weil es quasi weniger richtige Parameter gibt, um dieses Ziel zu erreichen. Mit Gradient Penalty ist das zumindest, und mit Wasserstein-Gans ist das zumindest etwas besser worden, dass einfach die Generatoren besser worden sind. Die Diskriminatoren haben dann nicht viel Unterschied gemacht. Das hat dieses Training beschleunigt. Dann war ebenfalls oder ist nur immer Mode Collapse ein relativ großes Problem. Das heißt, dass Generatoren eigentlich dann auf einen Zustand gekommen sind, wo sie nur noch ganz wenig hochqualitative Bilder generiert haben, die nicht von den echten Daten unterscheidbar sind, weil das für den Diskriminator und für die Formeldefinition, wie das funktioniert hat, halt ein valider Input war. Also er hat dann eigentlich keine Feature-Varianz mehr gehabt. Das war im Prinzip einfach nur der Hack des Generators, wie er am einfachsten einen guten Score erreicht. Und wenn er einmal seine Weights so optimiert hat, dann ist er festgesteckt in diesem Zustand und hat sich nicht mehr aus diesem Zustand heraus optimieren können. Dadurch sind relativ wenig Daten, er hat quasi seine Kreativität verloren. Und einer der Ansätze war natürlich, dass man Virtual Batches macht, also das mit Improved DC-GANs. Andererseits an unserer Uni sind Colomb-GANs erfunden worden, wo diese Modes, also diese Outputs einander abstoßen. Das ist ein relativ komplexes System, aber es basiert auf dem Konzept von Colomb'sche Ladungen aus der Physik. Und Gradient Penalty hat auch ein bisschen dabei geholfen. Konvergenz war grundsätzlich immer ein Problem, beziehungsweise hat man nie gewusst, konvergieren, weil ein Classifier konvergiert zum Beispiel immer, das hat man schon bewiesen. Aber ein Generator, es war ziemlich lange nicht einmal klar, ob der überhaupt generiert. Das ist dann in einem Paper von unserer Uni für sehr spezielle Constraint-Szenarios unter sehr vielen Umständen bewiesen worden. Im Paper Two-Time-Update-Rule. Also T-Tour-Paper, und dass in die meisten Fälle, nicht in die Fälle, die wir in der Realität haben, ein Generator auf ein Optimum konvergieren kann. Und das Problem ist, man hat immer nur mit WGAN-GP nur 64x64 Pixelbilder generieren können, was relativ schlecht ist. Und NVIDIA hat da mit extrem viel Compute, aber auch mit einem neuen Modell namens Progressively Growing GANs endlich den Leap geschafft, 1000x1000er Bilder zu generieren. Das ist eine Technologie, die hinter thispersondoesntexist.com steckt zum Beispiel. Das ist eine Website, die euch immer wieder aus einem Gesichter Datenbank, aus einer Gesichterdatenbank neue Gesichter generiert, die relativ realistisch ausschauen. Und ein weiteres Problem ist bei generativen Modellen natürlich immer, kann man ja nicht verifizieren, weil die Bewertung vom Discriminator ist ja nur relativ zum Generator. Und da ist ebenfalls mit der Fresher Inception Distance im Two-Time-Update-Rule und darauf folgende ähnliche Distanzen ein Fortschritt passiert. Im Prinzip hat man dann nur High-Level-Features
von Classifier verwendet. Ist jetzt allerdings auch zu komplex, aber mittlerweile kann man annähernd den Generation-Prozess verifizieren, nicht nur im Framework von dieser Generierung von Daten. Okay, das war jetzt alles super langweilig und jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil. Was kann man damit alles machen? Man kann unter anderem einfach alle Bilder von Pokémon aus einer Datenbank nehmen und feeden. Und das kommt bei Deep Convolutional GANs zum Beispiel außer. Ein paar davon schauen zumindest relativ sinnvoll aus, aber es sind meistens eher featurearme Varianten. Das liegt aber auch daran, dass diese Pokémon mit DC-GANs trainiert worden sind, die noch nicht diesen Wasserstein-Off-by-One-Optimierungsteil gehabt haben. Dann kann man über diesen Latent-Vektor, den wir besprochen haben, wo man schon männlich-weiblich abbilden kann, ebenfalls Dinge machen wie das Alter berechnen, wenn man mehrere Trainingsbilder von Leuten hat, wie sie mal jung und alt sind. Und man kann dann von Schauspielern, die man da sieht, oder Politiker, eben zeitlich vorwärts und rückwärts rechnen, wie die jünger und öder ausschauen, was in frühere Modelle eigentlich nicht so gut geklappt hat. Also es sind, finde ich, relativ überzeugende Bilder eigentlich, aber ebenfalls sehr niedrig auflösend. Also ich habe das jetzt nicht extra schlecht overgerendert. Das ist schon das Maximum, was diese Netze mit Universitätskapazitäten und Grafikkarten nach Tagen an Training produzieren können. Das ist immer nur ein Problem. Dann gibt es Super Resolution, das ist ein spezieller Fall. Im Prinzip plant man sich einfach aus dem Internet einen Haufen hochauflösende Bilder, scaled die over und dann feedet man das Low- und das High-Res-Bild und dann versucht man, dass der Generator das upscaled, also der kriegt das Input der Low-Res-Bild und muss ein High-Res-Bild und dann kommen aber auch die echten gelabelten Daten. Es ist jetzt etwas schwer zu sehen, aber man erkennt, glaube ich, zumindest beim vierten ein bisschen, dass die Augen, also dass es ganz gute Ergebnisse sind. Leider habe ich die Bilder nicht größer machen können. Und Our, die dritte Spalte, ist eben, wie es dieses Paper macht. Dann gibt es, das hat relativ viel Citations und Aufmerksamkeit gekriegt, CycleGANs. Man gibt dem Ganzen einfach zwei Bilder und kann dann Style Transfer machen. Eben zum Beispiel eigentlich Foto, dann in den Stil von gewisse Gemälde transferieren oder Pferde in Zebras und umgekehrt verwandeln. Was auch noch sehr beliebt war, war Semantic Segmentation. Das ist jetzt für Autonomous Driving ganz cool gewesen, dass man eben als Input dann nicht irgendein Latent Space Ding gegeben hat, sondern dass man ein Ground Truth und Adversarial und Non-Adversarial das versucht hat und dass eben der Adversarial Approach das Ganze verbessert hat. Also das ist eine Kombination aus normalen Segmentierungstechnologien und diese Adversarial-Technologien. Dann eins meiner Highlight ist Pix2Pix, also ebenfalls eine Segmentierung und quasi Style-Transfer-Methode. Und da sieht man schon, man kann ein Foto in eine semantische Segmentierungsmap transformieren. Man kann ebenfalls Handzeichnungen, wie man es da oben sieht, also zum Beispiel eine Zeichnung von einer Tasche, in eine echte Tasche. Man kann dann auch relativ einfach durch Wandern im Latent Space die Muster dieser Tasche ändern. Man kann Fotos von am Tag auf die Nacht ändern. Meiner Meinung nach ist es zumindest visuell eines der ansprechendsten Ergebnisse an dem Ganzen, wenn euch das interessiert, ist das eigentlich eines der cooleren Papers. Und was erst vor kurzem gekommen ist, ebenfalls mit GIFs, sie haben ein Tool entwickelt, wo man leere Teile eines Bildes auf Basis der Umfeldinformation wieder nachgenerieren kann. Und es ist aktuell nur Proof of Concept und man braucht da immer noch mehr Grafikkarten, als man sich als Privatmensch leisten kann. Also so real-time
Realtime, wie das da funktioniert, braucht man in etwa 2.000 bis 3.000 Euro an Grafikkarten. Aber dann funktioniert das annähernd live mit der Information. Also man hat da natürlich zum Generieren von diesen Hintergründen in dem Fall sehr viele Landschaftsbilder, in dem Fall sehr viele Bilder von Bibliotheken und in dem Fall Bilder von Menschen gefüttert. Ja, und das war jetzt im Großen und Ganzen einmal meine Präsentation. Und jetzt bin ich mal offen für Fragen. Ich sehe sehr viele verwirrte Gesichter. Mikrofonengel und Fragen bitte. Okay, fürs Recording, weil es Mikrofon noch nicht mag, von welchen Mengen an Rechenkapazitäten spreche ich jetzt eigentlich? Üblicherweise verwendet man K80 oder vor ein paar Jahren noch K40, also spezielle Compute-Karten von Nvidia. Die kosten pro Stück in etwa 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Und da hat halt so eine mittelgroße Universität wie die JKU auch zwei Server-Rigs damit voll, also das sind unter 10 Stück. Und üblicherweise zum nur das arme Computen ist es nicht so tragisch, aber du musst bei neuronalen Netzen oft Hyperparameter-Tuning machen und musst dann den ganzen Trainingsprozess hunderte Male mit verschiedenen Parametern ausführen und für das dauert es relativ lang. Aber so ein simpler, also jetzt zum Beispiel MNIST läuft auf meiner GPU mit Wasserstein-Gans, also auf einer 1060er habe ich glaube ich, in 20 Minuten mittlerweile durch, in der First Generation allerdings. Also in nur normale Gans ist es glaube ich eher so 6 Stunden gerannt, bis man mal Zahlen erkennen hat können auf dem Output. Und für diese Super Resolution Sachen, also 1024x1024 Bilder, sind es dann eher so, ich glaube 3000 GPU-Tage auf 1080er waren es oder sowas. Das war halt Nvidia selbst. Die machen Grafikkarten, die haben Grafikkarten. Und um dieses High-Resolution-Model zu trainieren, also eigentlich akzeptable Auflösungen, weil alles unter 100 mal 100 ist meiner Meinung nach halt knapp überhaupt erkennbar als dieses Motiv im Fall von Gesichter zum Beispiel. Und Nvidia hat zum Beispiel auch nur 6-fache Speedups erreicht, aber wir sind nur immer im Vergleich zu verschiedenen Classifier-Modellen relativ langsam, weil halt Generieren allgemein schwerer ist und weil im Unsupervised Learning-Bereich eigentlich viel andere Methoden viel schneller sind. Aber es geht halt auch oft um simplere Sachen, wie zum Beispiel Autoencoder, die eigentlich simplere Operationen berechnen. Ich hoffe, ihr habt das beantwortet. Gibt es noch Fragen? Da vorne? Bei dem Beispiel mit dem Gesicht, das Modell wurde trainiert an welchem Image-Datensatz? This person doesn't exist Sachen. Das Beispiel hier oben vom Image Painting. Da gibt es ein Face Image Dataset. Ich kann das nachher nochmal aussuchen. Es ist extrem beliebt und wird in diverse Face Gun Papers immer wieder erwähnt und ist ebenfalls so ein Standard-Benchmark. Mir fällt leider ad hoc der Name nicht ein, aber ich kann es dann nachher aussuchen. Tut mir leid. Aber man findet es bei Google. Und irgendwo um die 10.000 bis 100.000 Bilder. Gibt es sonst noch Fragen? Da hinten. Weil es angesprochen wurde, für die semantische Beschreibung der Bilder
was im Sinne selbstfahrenden Autos da irgendwie von Relevanz zu sein scheint. Ja. Gibt es da einen guten Klassifizierungsmethode aus den neuronalen Netzwerken heraus, die die Unsicherheit dieser Schätzungen beschreiben? Weil soweit ich die Ausgabeebene immer verstanden habe, ist es nicht die Unsicherheit, sondern mehr das eigene Vertrauen in die Daten, was ja was anderes ist als sozusagen die Messunsicherheit. Und was auch von Tesla, glaube ich, auch bei diesem einen Unfall, wo der Wagen einmal unter so einem LKW durchgefahren ist, hinterher als Fehlerquelle, dass man die Unsicherheit in neuronalen Netzwerken so schlecht schätzen kann. Das ist das normale Loss. In diesem speziellen Tesla-Fall war es zum Beispiel, dass du halt Bilddaten ganz einfach als einen Haufen Pixel betrachtest und dass halt ein weißer LKW und ein weißer Himmel für eine Kamera einen Haufen weiße Pixel sind und der einzige Unterschied ist, dass du am Rand halt ein paar schwarze Streifen in Schatten von diesem LKW hast und dass halt einfach diese normalen Loss-Funktionen im Prinzip nur das Subtrahieren voneinander und von daher sind das halt einfach sehr ähnliche Daten, die auf einem nicht sehr gut optimierten Classifier halt einfach zu ähnliche Ergebnisse führen. Aber sonst ist das eigentlich das eigentliche Loss bei so Segmentierung und eigentlich ist es genau das, auf das man optimiert und das funktioniert eigentlich ganz gut. Gibt es einen Ausgabeparameter der Unsicherheit? Das Loss. Der Verlust deines neuronalen Netzes ist dieser Output. Also du kriegst zusätzlich ja diesen Discriminator, den du dann auch auf Segmentierungen anwenden kannst. Und du kannst es auch reale Daten und die Segmentierung, die du generiert hast, kannst du einen Unterschied davon machen und das ist eben dann dieses Loss, auf das du auch optimierst. Und das ist diese Sorten, die wie richtig die Daten sind. Wenn du natürlich auf falsche Daten trainiert hast, dann ist das Loss halt. Aber das ist mir die Certainty, das ist nicht die Uncertainty. Die Loss ist eigentlich Certainty, soweit ich das verstanden habe. Also Certainty ist das Gegenstück zu Uncertainty. Ja, das. Also es ist im Prinzip das Server. Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht im Detail. Können wir nachher reden. Gibt es noch Fragen? Okay, ich glaube, dann haben wir es.